Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles. Mit mir spielt die Mathilde. Salut! Und? Ça va? Wir laufen hier einfach mal durch, würde ich sagen, oder? Ja. Weil mit dem müssen wir uns jetzt nicht alle anlegen. Nee. Wenn sie jetzt kommen. Ist oben ohne Bogenschießen in irgendwie mittlerweile? Oh, ich doch weiter. Geh weg, du Tiger! Ja, der ist bestimmt da, wo da dieses Dächlein war. Stimmt. Also wir haben jetzt mittlerweile rausgefunden, wir müssen einen Timos suchen. Da heißt du. Genau, das hattet ihr uns ja auch beschrieben. Genau. Ah, wir waren uns nur ein bisschen unsicher mit der Position, aber jetzt wissen wir es. Weil wir ungefähr, wo der ist. Oh, eine Miau-Katze weniger. Oh, 16, ich bin ein Champion. Oh, du bist jetzt auch Level 16. Ich bin 60. Juhu. Ja, ich werde wahrscheinlich meine Talente bei Gelegenheit mal reorganisieren. Echt? Ja. Weil du kannst nur maximal Level 60 erreichen. Ach du Kacke. Also man kann auch weiter Talentpunkte kriegen. Mit Hilfe von Machtfragmenten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kaninchen! Und die kriegt man wohl in der namenlosen Stadt. Aha, genau. Das heißt, wenn man da ist, es, muss man dann. Was war das jetzt gerade? Was muss man dann nehmen? Machtpunkt? Machtfragmente. Und die bringen wie viele Punkte? Ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hatte, aber das sind wohl 10 Erfahrungspunkte, die ein Machtfragment bringt. Und ich glaube, ich muss mich nackig machen. Ja. Ey, du Schu. Oh Mann, ich hab's fast geschafft. Ich bin einfach gerade so gefallen, obwohl ich noch Ausdauer hatte, He-Man. Schlangenfinger, du. Ich seh deine Eieruhr. Guck woanders hin. Du kletterst direkt vor mir. Wo soll ich denn bitte hingucken? Nicht auf meine Schlangenuhr. Da oben ist irgendwas, das da. Ja, ich zieh mich mal schnell an. Das sieht ja natürlich peinlich aus. Ein Nackter greift uns an. Der muss irre sein. Oh, du hast einen schönen Helm. Den mag ich. Ach, die haben auch Tiger. Tierbändiger Bogenschütze. Hätte man eigentlich gebrauchen können. Oder haben wir sowas schon? Nee, ne? Da heißen die Tierbändiger. Ich meine, die haben wohl nichts so Tolles gebracht. Zumindest meine ich mich zu erinnern, dass irgendjemand uns das geschrieben hat. Okay. Aber hier ist kein Timos. Haben Sie hier Tiere drin? Ich darf gar nicht reingucken, okay. Ach süß, ich kann doch hier ein paar bisschen Fleisch für Sie tun. Scheiße. Ich sehe den Timos hier nicht. Der hat mich angelogen im Video. Schande. Vielleicht sind wir ja auch auf der falschen Anhöhe. Noch höher? Also uns wurde ja gesagt, vom Schiff aus nach rechts auf einer Anhöhe. Ja, das ist ja eigentlich eine Anhöhe. Da unten ist, glaube ich, noch einer. Ich guck mal, wer es ist. Allerdings, so gesehen, sind wir hier jetzt gerade nicht vom Schiff aus nach rechts gegangen, sondern vom Schiff aus geradeaus. Also nach oben. Wir finden ihn schon. Und dann zeigen wir das hinterher nochmal auf der Karte. Das ist auch nur so ein Nordheimer gewesen. Und ich glaube, das wird auch nur einer sein, ja. Ich glaube immer auch ihn. Bin doch ein bisschen unzufrieden.
aber hier bin ich ja eigentlich letztes Mal schon mal gelaufen. Ja. Also wir waren ja nicht oben, das stimmte schon. Wir sind ja nicht sind ja vorbeigelaufen, aber er war jetzt nicht da. Halt die Fresse, Vogel. Wieder einer deiner Lieblingsfröschen? Hm. Ja, Beastmaster Thymos. Arschkrampe. So, Heinrich recherchiert gerade noch mal ein bisschen. Ich schwimme hier jetzt gerade mal rum. Ich schaue mir da diese Insel an. Ich weiß gar nicht, ob wir bei der Insel schon waren. Aber vielleicht ist es ja, vielleicht ist Tybos im Urlaub. Also ich... An Corona. Ja, der ist wahrscheinlich zu Hause geblieben. Ich habe gerade noch mal auf so einer englischen Wiki-Seite gelesen, dass Tybos, der Beastmaster-Typ, halt bei seinem Beastmaster-Camp ist. Hm. Sah ja nach dem Beastmaster Camp aus, wo wir waren. Ja, aber kein Timer. Ich sag dir, der ist zu Hause geblieben. Weißt du noch ungefähr, wann die immer wieder spawnen, die Gegner? Geh nochmal hoch. Vielleicht ist er gefangen oder. Keine Ahnung, vielleicht war der irgendwo gefesselt. Vielleicht hätten wir auch noch weiter hochklettern müssen. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir jetzt erstmal diese Insel an. Bau dir mal die Insel an, ich gehe hin. Fresse, Vogel. Halt dein Schuhschnabel. Was? Warum findest du diese Vögel eigentlich so extrem scheiße? Ich meine, das ist ja schon extrem. Also wie diese eine Band, die ich nicht erwähne. Die tauchen hier auf und gehen mir auf den Sack. So wie ja früher die Krokodile, die konnte ich irgendwann nicht mehr sehen. Thymos, du, wo bist du denn? Hallo? Also ein Käfig ist ja hier, aber... Ist Thymos so komische Figur da? Ich überlege gerade nicht, dass wir den jetzt aus Versehen getötet haben. Die haben uns ja immer angegriffen. Ja, die haben uns angegriffen. Ach, jetzt kriegt man die von so. Ich dachte, den muss man besiegen und den abnehmen. Oh, hier ist das Ende. Was für ein Ende? Das Ende der Karte. Ende der Karte. Dann schwimme ich wieder zurück. Und du. Jetzt hier auch eigentlich keinen Bock zu warten, bis sie wieder spawnen. Felsen und Zelt. Geh doch hin und gucke. Wird bestimmt ein Felsen sein, aber ich gucke mal. Was sieht aus wie Felsen?
können ganz schön froh sein, dass hier so wenig Wellengang. Ah, da ist er wieder. Geh weg, du Schuhschnabel. So, ich dachte schon, Timos. Nee. Ich weiß ja nicht, wie lange das immer braucht zum Spawnen. Auf jeden Fall mehr als 5 Minuten, glaube ich. Ja, ich kletter mal hier hoch, weil ich habe mich bestimmt verguckt. Auf jeden Fall sind hier oben Schuhschnäbel. Nee, aber es stand bei keinem Timos. Es stand irgendwie immer nur hier. Beastmaster, ne? Bestienzimmer. Ja, Bestienmaster. Ja, genau. Tierzimmer, ja. Tierzimmer. Tierbändiger war es. So. Was war. Und Timos, wenn das ein Charakter ist, der wird bestimmt irgendwie so einen gelben Lebensbalken oder sowas haben. Ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden, habe ich gesagt. Du bist Nord. Okay. Schuhschnäbel und hier Nordheimer arbeiten zusammen. Ja. Vielleicht habe ich mich dann doch nicht verguckt. Wo ist denn die Leiche von dem Typen? Ja. Das macht mich jetzt ein bisschen bäh. Ja, es ist halt. Kann ja sein, dass es wieder bei irgendeinem Patch sich wieder geändert hat, ne? Ja. Und nur wir das nicht mitbekommen haben. Wir kriegen sowas ja nie mit. Nee, wir kriegen sowas nie mit. Wir spielen nur. Wir kriegen das immer mit, wenn ihr uns das in den Kommentaren schreibt. Ja. Ihr seid unsere einzige Informationsquelle. Aber doch nur ein Felsen, okay. Habe ich mich geirrt. Das war ja genau dieser Kachel war ja angezeigt. Ich gehe trotzdem nochmal weiter hoch. Ich wollte schon sagen, da ist er, aber es ist der meine. Der kleine Wurm. Hallo Schuhschnabel, hast du rein zufällig so einen Timos gesehen? Ich weiß nicht, wie der aussieht, aber bestimmt ein netter Mann. Lass dich auch mal leben. Das gilt aber nicht für ein kleiner Wurm. Nee, auch hier ist er nicht. Schade. Ich kletter jetzt auch noch mal von diesem Lager einfach nach oben. Ja. Oh, der hat mich geschubst, du scheiß Schuhschnabel. Alter. Kleiner Wichser. Aber ich würde eh runter. Oh, das ist ein Gorilla. Schimpflich. Gorilla, du bist bestimmt nicht Timos, oder? Nee. Das war schon. Hallo! Brauchst mich nicht angreifen. Ich gehe schon weg. Und vielleicht ist er einfach noch ein bisschen da drüber. Also hier sind wieder diese Grau-Lotus. Graublütige Lupinen. Die sind hier oben. Ich wette, ich bin schon zu hoch und ich wette, hier ist er nicht, aber ich trotzdem. Ja, aber gespawnt sind die Leute auch schon wieder nicht. Nee, bis jetzt noch nicht. Und es wird schon wieder dunkel. Ich glaube, ich muss mich nackig machen. Ja, ich klettere auch nackig. Und zwar ganz nackig.
Ganz nackig. Ganz nackig klettere ich. Oh, meine Haare. Ah! Aua, 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 aua. Toll, das kommt davon, wenn man sich umschaut. Ich habe mich gerade gesehen beim Klettern, dass meine Haare zwischen meinen Brüsten So, jetzt heile ich mich erstmal, weil so einen Sturz überlebe ich nicht nochmal. Ohne Heilung. So, jetzt kann ich wieder losklettern. Okay. Scheiße. Ich glaube, ich muss einen anderen Weg suchen. War gerade ein bisschen zu steil. Das Doofe ist, dass es jetzt dunkel wird. Und ja. Im Dunkeln ist immer blöd zu klettern, wenn man alleine ist. Zu zweit kann man sich immer dann so gegenseitig beleuchten, aber alleine. Vielleicht finde ich dich ja gleich, keine Ahnung. Mal Licht angemacht. Ich weiß nicht, ob du siehst, aber kletter erstmal weiter. Oh, bei dir sieht man ja echt gar nichts. Ja, bisschen übel. Scheiß Wetter. Ich bin so ein bisschen nach links gegangen und da dann weiter geklettert. Ah, ich sehe dich. Oh, Gorilla! Ich habe dich auf jeden Fall gerade kurz gesehen. Ja. Ich sehe dich. Oder? Nee. Meine ich, das wird hier. Geh noch mal ein bisschen weiter. Geradeaus. Von da kommst du nicht weiter. Da ist zwar eine Lücke, über die musst du rüberspringen. Das schafft man aber. Ja, weiter in die Richtung. Achso, weiter in die Richtung, aber. Genau. Da springen. Da springen und dann festhalten, ja. Schaffst du. Ganz schön tief runter. Ja, egal, du schaffst das. Ich glaube an dich. Wenigstens eine Person. Du siehst mein Licht auf jeden Fall. Ja. So. Dann hier hoch, oder? Ja. Hier könnte man Pause machen. Also der wird definitiv nicht, hier sein, aber egal, ich will hier jetzt einfach aus Prinzip. Die Folge heißt dann sinnloses Klettern. Nee, auf der Suche nach Timos. Hallo. Hallo. So. Erleuchte dich. Sehr schön. Oh, ich sehe da schon wieder das Ende der Karte. Von daher kann ich will's glaub, aber auch warte, sehen. Ja, warte, lass mich erstmal bitte runterkommen. Heinrich. Ich bin gleich auf dich drauf. Au! Ach, ich hänge hier noch. Du hast mich, glaube ich, geschubst. Schon das zweite Mal heute, dass ich hier runtergeschubst werde. So, bitte, kletter du hoch. Wir auch mal gucken. Ja, dann geh doch. Sanduhr, Eieruhr, whatever. Bist überlastet. Das sieht schön aus. Oh nein, 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 nein. Ja, das sieht ja auch nett aus. Es streitet ja auch niemand. Aber es ist kein Timos. Ja, und ich kann mich auch nirgendwo richtig. Und ouch. Na gut, kein Timos. Hat er Autsch gemacht? Ich habe Autsch gemacht, ja. Ja. Und nun? Keine Ahnung. Wieder runter, gucken, ob die gespawnt sind und wenn nicht, scheiß auf die Masken langsam. Okay.
Weil eigentlich ist es lame jetzt dazu. Oh! Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht sollten wir warten, bis die Sonne aufgeht mit dem Klettern. Ja, dachte ich mir auch gerade so, aber... Du hast vergessen, dass da die Lücke war, ne? Ja, hab ich vergessen, dass da eine Lücke war. Ja, hab ich. He-Man schafft das! He-Man. Ah, Tiger! Ich bin nackig! Sie sind da! Ich bin nackig! Ich kletter auf eine Palme! Warte mal ganz kurz, dann kann ich hier... Tierbändiger! So. Halt, stopp! Oh, ich hab noch nicht mal gesehen, wie der heißt! Du bist Tierbändiger! Alter Mann! Tierbändiger, alle Tierbändiger! Alles nur dreckige Tierbändiger. Arschlöcher. Dafür nehme ich eure Herzen. Dieses argusianischen Traumstaub. Keine Ahnung, wofür man den nutzen kann, aber bestimmt irgendwas Cooles. Oh, hier ist ein Seemannslied der schwarzen Hand. Singst du uns das vor? Nein. Einzig noch nicht mal. Ich glaube, die Tierbändiger singt, stehen... Singt auf schlechten Wegen, aus Eiden vergessener Männer, aus Knochen und Blut, das Getränk den Sand... Ach, keine Ahnung. Klingt scheiße. Ich muss mal das mit Techno unterlegen. Ich habe das Gefühl, dass diese, diese Tierbändiger voll auf Halluzinogene stehen. Ja. Oder vielleicht brauchen sie das. Vielleicht brauchen sie das für die Tiere. Hm. Ja, und nun? Ja. Das ist ein Kaninchen! Alle Kaninchen sind Nazis. Wird es. Erledigt. Oh, was fangen wir an mit dem angebrochenen Tag? Wir könnten sozusagen diesen Weg, den wir in der letzten Folge gegangen sind, zurückgehen und diesen Hohlweg. Und uns da so in diesem Gebirge-Dings da so ein bisschen umschauen. Was da so. In den Gebirge viele Wege, vielleicht ist da ja irgendwo was. Welche drin. Zeile? 6, 7, 8? Die Zeilen hast du auch auf der rechten Seite. 7, 8, so. Na gut, dann folge ich dir. Okidoki. Follow me. Oh, ich hole mir noch ganz kurz Wasser. Ich kann dir das Seemannslied geben, wenn du singen möchtest. Ah, Kaninchen! Ich kann auch so singen, ich brauche kein Seemannslied. Stopp! Bist du Thymos? Bist du Thymos? Nein, du bist ein hyborianischer Kämpfer, Arschloch. Hier läuft noch ein zweiter Arschloch rum, wenn du hier durch willst. Na. Aber dieses nackig Oberkörper und Bogen, das scheint echt so eine Sache zu sein. Ja, das ist irgendwie in. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Vorhin sind wir unten lang gegangen, oder? Ja, stimmt, wir sind unten lang gegangen, jetzt gehen wir mal nach oben. Vielleicht finden wir Timers. Auf der anderen Seite sind nur Schuhschnäbel. Hier jetzt ein kleines Labyrinth. Ich gehe mal rechts weiter hoch. Rechts? Ich folge dir, sonst finden wir uns hier nie wieder. Vielleicht ist ja hier Timers hier oben.
Hi, Moss. Huhu. Wo bist du, kleiner Timey Boss? Heimi, Heimi. Ich schau mal hier so ein bisschen rum. Timos, put, 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 put. Wo bist du, kleiner Racker? Wow. Du hast was Schwarzes angelockt. Oh, passiert. Na, willst du noch höher? Ich will doch immer hoch. Außerdem führt hier irgendwie sowas wie ein Weg lang. Ja, bis hier. Ja, bis hier. Da ist auf jeden Fall viel Eisen. Ja, aber deswegen sind wir nicht hier. Nö. Nerv. Ja. Großes Nerv. Schubid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 ub
jeden Fall sind hier viele Wächtergorillas. Das ist der untere Sammelpunkt. Unterer Sammelpunkt. Avengers sammeln. So. Also links ist eine richtig wieder eine große Schlange und so ein mutiertes Nashorn, meine ich. Boah. Könnte man ja ärgern. Dann lass mal ärgern. Ups, jetzt habe ich einen Extrakt genommen. Kämpfen die gegeneinander oder kuscheln die? Kuscheln. Oh, diese Schlange! Ah, ich schieße Giftpfeile. Das ist natürlich bescheiden. Oh, hab ich die vergiftet aus Versehen? Mich? Nee, das Vieh hier. Ich wollte eigentlich die Schlange treffen. Ah, cool, ich kann von hier oben pieksen. Das ist super. Pieks, pieks. Oh, jetzt muss ich wieder Pfeile schießen. So. Schlange ist auch schon tot? Okay. Echt? Also ich sehe sie gerade nicht. Nee, ich sehe sie. Ist da nach links geschlängelt, die Schlange. Die ist da links, siehst du so? Ja, okay, jetzt sehe ich sie. Was echt nervig, dass die Pfeile abfallen, ne? Ja, super nervig. Jetzt habe ich sie. Die sind ja Eier. As the snake strikes, so do I. By the old serpent, invaders! Also ich habe erstmal genug Frühstückseier. Und das ist auch nicht schlecht. Eier. Lecker, weich gekochte Eier. Stirb, du Schlange! Wer dein Dämonenblut? Hier ist weiter sumpfig. Oh, das ist ein Purpurlotus. Eine neue Pflanze. Die nehme ich doch. Mama, wer bist denn du? Eine kleine Kackschlange. Ey, bist du Timers? Hallo. Huhu. Auf nicht weg, Timers! Ja! Schreit denn so scheiße? Ist nun vor einer. Eros, der Schlachter. Und da ist noch eine Gerberin, die das los ist. Ah, verdammt, jetzt hab ich alles genommen.
Herberge zum Speigert. Ja, hier laufen wir zwar ein paar Leute rum, aber... Wo waren wir? Da wo du bist, waren wir schon, ist richtig. Ich komme da jetzt auch hin, weil... Hast du nichts Cooles gefunden? Nee. Oh, ich bin ja eigentlich auch die ganze Zeit da rumgelaufen, weil ich hier eine neue Pflanze gefunden habe. Ah, da bist du schon. Hallo. Da kann man bestimmt schönes Färbemittel draus machen. Ja. Ja. Und sonst so? Ah, Kack. Schlange hier. Ja, wie. Was wollen wir jetzt noch machen? Also jetzt hier rumlaufen lohnt ja auch nicht mehr. Nee, irgendwie nicht. Also ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break und überlegen uns, was wir als nächstes machen. Und schneiden das, wenn es zu kurz war, nochmal zu einer anderen Folge mit dazu, zu der nächsten. Ja, ja. Ich glaube, so eine halbe Stunde geht die aber schon. Ja? Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ja, doch, ich glaube vor 35 Minuten. Es ist halt blöd, wenn man sich was vornimmt und diesen Typen nicht findet. Ja. Das ist abgrundtief nervig. Und wir haben jetzt schon zwei Quellen gehabt und ich glaube, halt doof. Wir haben das komplette Feld hier eigentlich abgesucht. Und davor waren wir ja hier ein Feld weiter. Da haben wir ja den Kroko weggemacht. Wo der hätte mal gerade auch nochmal hinlaufen können. Ja, hätten wir. Aber egal. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielleicht wisst ihr ja, was es mit Time House auf sich hat, ob wir einfach nur zu blöd waren. Ja, wahrscheinlich. Oder ob ihr vielleicht saß ihr auch selber davor und dachtet so, hä, der ist da doch eigentlich, wieso finden die? Ich wette mit dir, den haben wir beim ersten Mal bestimmt abgeschlachtet. Und dann hat er Angst und lässt sich nicht mehr blicken? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Ach, Menno. Da hat er bestimmt Angst gehabt. Nee, er kommt nicht mehr. Naja. Bis denne. Ciao. Tschüss.